Thema und Karte Nummer 7. Lebensaufgabe, Lebensaufgaben. Brücke meiner wahren Bestimmungen in diesem Leben. Um in diesem Leben meine Aufgabe, um unsere Aufgaben leben, erledigen und durchführen zu können, haben wir alle eine Gabe mitbekommen. Jeder von uns hat seine ganz eigene Begabung, die zu leben wir hier sind. Woher aber weiß ich meine Gabe? Woran und wie erkenne ich meine Gabe und daraus dann meine Aufgabe, also meine Lebensaufgabe? Das Schöne daran ist, dass es viel einfacher ist als gedacht. Frage dich selbst, fühle vielleicht einmal ganz tief in dich hinein. Was machst du eigentlich am liebsten? Was bereitet dir die meiste Freude? Was macht dir den größten Spaß? Wobei hast du das beste und schönste Gefühl? Stelle dir alles nur Erdenkliche und auch Unmögliche und Mögliche vor und dann fühle hinein. Tue so, als ob du es jetzt gerade tun würdest. Wie fühlt sich das an? Bei dem, wobei du das beste, schönste und angenehmste Gefühl hast, wenn es sich in deinem Bauch so richtig wohlig und angenehm anfühlt, das ist dein Weg. Das ist das, was du hier auf der Erde machen willst. Das hast du dir vorgenommen, hier zu tun. Das ist deine Lebensaufgabe. Meistens wird es eine sein, vielleicht sind es aber auch mehrere. Du wirst es zuerst fühlen und dann wissen. Oft besteht eine Verbindung zwischen den Träumen in unserer Kindheit und Jugend mit unserer Gabe. Bei der Suche nach deiner Gabe, nach deiner Begabung, gehe gedanklich und gefühlsmäßig deshalb ruhig bis zurück in deine Kinder- und Jugendzeit. Hier wirst du vielleicht fündig werden. Du wirst es fühlen. Oder ist es bei dir vielleicht ähnlich wie bei mir? Denn mein Weg hat mich mit all seinen Stationen auf meine wirkliche Aufgabe, meine Lebensaufgabe, die ich jetzt leben darf, vorbereitet. Schon in meiner Jugend haben mich Kameras jeglicher Art und Weise fasziniert. Mein Weg verlief dann auf eine sehr spannende Weise über viele verschiedene Stationen genau so, dass ich all die Grundlagen und das Wissen, das ich für mein heutiges Wirken benötige, gelernt habe. Vom Tontechniker beim Rundfunk, für ein gutes Video braucht man auch einen guten Ton, über meine EDV-Dozententätigkeit, um Videos bearbeiten zu können, benötige ich gute Computerkenntnisse, bis zu meiner Arbeit als Fotograf, die meinen Blick für alles Visuelle schärfte, also zum Beispiel Bildaufbau, Licht, Studio und so weiter. All dies hat mich vorbereitet auf meine Arbeit als Filmemacher, für Delfin TV und als Coach. Vielleicht konnte ich dir mit meinem Beispiel ein kleines bisschen zeigen, wie du jetzt deine Lebensaufgabe findest. Sprich, ich segne meine Talente, Fähigkeiten und mein Potenzial. Das mir von höchster Stelle in die Wiege gelegt wurde, damit ich es dieser Welt offenbare.
Ich bin einzigartig und danke für mein Sein. Schaue dir nun das Symbol Lebensaufgaben an und lasse es auf dich wirken. Mit dem Blick auf das Symbol setzt du deinen persönlichen Transformationsprozess bereits in Gang. Du kannst dies so oft und so lange durchführen, wie du es möchtest und wie es sich für dich stimmig anfühlt.